Wir haben uns heute sehr schwer getan, heute Morgen, um zu entscheiden, machen wir es draußen oder drinnen. Vier verschiedene Wetterberichte haben wir angezapft. Und es war in jedem dieser Wetterberichte leider immer etwas zu spüren von Regen. Und deshalb haben wir uns dann entschieden, kurzfristig hier in die Halle zu gehen. Und ich glaube, das war auch eine richtige Entscheidung. Trocken sitzen wir hier auf jeden Fall. Und gegen Zugtrockenheit kann man auch am Tresen da vorne ja irgendwas machen. Ja, unsere Band ist diesmal wieder zusammengewürfelt. Wie jedes Jahr, nie gibt es die gleiche Besetzung wieder. Diesmal haben wir fast die gesamte Band von Per Neander dabei, Neanders Jazzman aus Dänemark. Er hat seine Posaunisten auch mitgebracht, Stefan Rengibel. Der ursprünglich angekündigte Schlagzeuger ist leider krank. Und für ihn ist Henning jetzt dabei. Ich weiß noch nicht mal seinen Namen. Am Bass. Ich stelle das gleich alles vor, damit Sie nicht so ratlos sind, wer hier überhaupt den Krach macht. Und Krach macht er auch am Bass. Axel Burkhardt. Zum 16. Male findet diese Veranstaltung hier statt. Und fast bei allen dabei war Hemmo Farnkrug am Venue. Wir reserviert immer schon am gleichen Tag, also heute schon fürs nächste Jahr. Ich übertreffe ihn allerdings, bei jeder Veranstaltung war ich dabei. Herr Monik. So, dann wollen wir mal wieder musikalisch weitermachen. Beautiful Dreamer, mir wurde gesagt in Bertha. Also machen wir das in Bertha. Thank you.
fantastisches Stück, das wir spielen wollen. Es ist ein altes Gospellied. Das heißt Just a Closer Walk Will You Be. Das ist ja dann auch das Vorschlagen oder das Ansagen, was wir auch wirklich spielen. Ich habe das Programm heute nicht gemacht. Thank you.
im Repertoire des Country and Western Music, glaube ich. Es heißt The Tennessee Waltz. Zu gut auch, zu gut Deutsch auch, Tennessee Waltz. Thank you.
zwar Beale Street Blues.